Willkommen im Capstone Integralrechnung, zum Beispiel Untersumme und Obersumme. Nebenstehend sind fünf Funktionsgraphen abgebildet. Die hellorangen Flächen stehen dabei jeweils im Intervall minus a bis plus a für die Untersumme, die hellorangen und dunkelorangen Flächen zusammen für den Wert der Obersumme. Die dunkelorangen Flächen alleine müssen daher die Differenz zwischen Untersumme und Obersumme sein. Zur Erinnerung, Untersummen und Obersummen nutzen wir zur näherungsweisen Berechnung von bestimmten Integralen. Konkret ist in unserem Beispiel das bestimmte Integral von minus a bis plus a f von x dx angesprochen. Dieses bestimmte Integral können wir hier als Fläche unter dem Funktionsgraphen interpretieren. Und diese Fläche soll laut Angabe identisch sein mit dem arithmetischen Mittelwert aus Obersumme und Untersumme. Das heißt, der tatsächliche Flächeninhalt liegt genau in der Mitte von Untersumme und Obersumme, ist von beiden Werten also gleich weit entfernt. Wenn wir das grafisch interpretieren, dann bedeutet das, dass die dunkelorange Fläche von unserem Funktionsgraphen exakt in der Mitte geteilt werden muss. Und dahingehend können wir unsere fünf Funktionsgraphen untersuchen. Graph Nummer 1 ist der Graph einer Polynomfunktion dritten Grades. Diese Polynomfunktion hat eine Wendestelle an der y-Achse und zu dieser Wendestelle ist der Graph punktsymmetrisch. Das heißt, jedem dunkelorangen Bereich unterhalb des Graphen entspricht ein gleich großer dunkelorange Bereich oberhalb des Graphen. Die beiden Flächen oberhalb und unterhalb, dunkelorange, sind also gleich. Die Bedingung ist erfüllt. Graph Nummer 2 ist der Graph einer quadratischen Funktion, eine Parabel. Diese Parabel ist symmetrisch zur y-Achse. Aufgrund dieser Symmetrie liegen aber symmetrische Flächenstücke entweder immer oberhalb oder unterhalb des Funktionsgraphen und wir erhalten daher keine gleichen Flächen oberhalb und unterhalb. Die Bedingung ist hier also nicht erfüllt. Graph Nummer 3 ist der Graph einer Exponentialfunktion. Hier ist deutlich sichtbar, dass aufgrund der Krümmung die Flächenstücke unterhalb immer kleiner sind als die Flächenstücke oberhalb des Funktionsgraphen in jedem einzelnen dunkelorangen Rechteck. Graph Nummer 4 ist genauso einfach auszuschließen. Es handelt sich um den Graphen einer Wurzelfunktion. Allein in der Nähe der Nullstelle sehen wir deutlich, dass die Flächen ober- und unterhalb des Funktionsgraphen nicht identisch sein können. Bleibt noch der fünfte Graph. Es ist der Graph einer linearen Funktion, eine Gerade. Diese Gerade geht genau durch die Diagonalen jedes einzelnen dunkelorangen Rechtecks und teilt diese genau in der Mitte. Das haben wir gesucht. Das erfüllt genau die Bedingung, die wir aufgestellt haben. Und daher gilt für die lineare Funktion, dass der Flächeninhalt der Mittelwert aus Ober- und Untersumme ist. Und nachdem wir 2 gefunden haben, ist damit das Beispiel gelöst.